Ja, grüßt euch. So, was halt zurzeit passiert ist, dass wegen der ganzen Corona-Hysterie einige Sachen nicht wirklich bei uns in den Medien ankommt. Fangen wir mal kurz an. Also in Spanien gehen die Menschen auf die Straße und protestieren gegen Corona. Kommt bei uns nicht wirklich an. Holland kommt an. Ja, möge die Kracht mit euch sein. Das, was in Holland abgeht, das kommt bei uns an. Das können sie nicht ignorieren. In Frankreich gehen die Leute auf die Straße. In Italien, ja, ich meine, rund um uns herum brechen plötzlich Regierungen zusammen, Gesundheitsminister treten zurück, etc., 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 pp. Ja, das passiert, und etwas, von dem ich eigentlich nie wirklich gedacht habe. Ich meine, ich habe immer gedacht, sie werden es versuchen, gerade Nestle wird es versuchen. Ich meine, der CEO, also der oberste Vollidiot von der Firma Nestle, sein Name sei egal. Das sind nicht die Vollidioten, nach denen ihr sucht. Auf jeden Fall hat die Firma Nestle, nicht nur die Firma, sondern einige andere, haben es erfolgreich geschafft, in den USA Wasser zu privatisieren. Es ist jetzt ein Handelsgut und die Amerikaner machen damit. Das habe ich nur am Rande mitbekommen. Das kommt bei uns gar nicht an. Das treibt mir mehr die Sorgesfalten auf die Stirn, als zum Beispiel eine künstlich hochgepuschte Corona-Pandemie. Deswegen auch Corona-Hysterie. Dass es da keinen riesen Aufschrei gibt in der Welt, das ist das, was mich so stört. Wasser als Handelsgut. Ich wusste, dass es kommen wird. Ich wusste, dass irgendwas passiert, dass irgendwas noch kommt und dass sie aufgrund der ich meine, bei dieses Bombardement von Informationen, die eigentlich keine sind, ja, darüber beschwere ich mich. Und ja, verdammt nochmal, wenn sie das, die haben die Pflicht zu informieren. Das ist mir scheißegal, wie viel Kräfte sie dafür benutzen und benötigen, um das uns klar darzulegen. Das ist ihre Pflicht, es uns klar darzulegen. Wasser wird Handelsgut in den USA. Da kannst du drauf warten, bis es bei uns auch so passiert. Wer damit anfängt, weiß ich noch nicht. Aber falls es tatsächlich, ich möchte auch mal wissen, welche Menschen die fragen, die sagen, dass der Söder echt super als Bundeskanzler wäre. Das sind wahrscheinlich dieselben, die damals Hitler gewählt hätten, die gesagt haben, hey, der wäre super als Reichskanzler. Ich weiß nicht, wen ihr da fragt oder wen da die Medien immer fragen. Ich kapiere es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kapiere es nicht. Wie kann man den Söder als gut erachten? Das ist das Gleiche, wie kann man den Merz als gut erachten? Oder wie kann man überhaupt im Moment keiner von den Politikern, die dauernd in den Medien zu sehen sind, keiner ist für mich eigentlich ein guter Kandidat als Bundeskanzler. Nummer eins sind sie alle zu alt. Ja, der Söder ist auch ein alter Sack. Ja, auch ich würde mich selber als zu alt erachten. Wir sollten eigentlich die ganze Scheiße verjüngen, meine Meinung. Ja, dann gibt's für einige Entscheidungen, die nicht gut sind. Wir müssen die Wirtschaft aus der Politik raushalten. Wir müssen die Religion aus der Politik raushalten. Das hat überhaupt nichts in der Politik zu suchen. Wir brauchen endlich eine vernünftige Politik, die darauf schaut, dass nicht, dass es der Wirtschaft, ja, weil die im Moment, die schauen nicht, dass es der Wirtschaft gut geht, die Politiker. Auch nicht die jetzt gerade sich überall schön großartig das Maul aufreißen für einen Wahlkampf. Die schauen nicht, dass es der Wirtschaft gut geht. Die schauen, dass es der Großindustrie gut geht. Dem industriellen, dem militärisch-industriellen Komplex. Ja, der existiert. Und der existiert auch bei uns. Ich schwör's euch, früher oder später, und wahrscheinlich eher früher, wird bei uns auch irgendeiner von diesen hoch intelligenten Menschen, die sich selber Regierung nennen oder Volksvertreter nennen, weil die vertreten alles, aber nicht das Volk, Leute. Wer das immer noch nicht verstanden hat, dem ist nicht zu helfen. Ich weiß nicht, wie ich das, was ich sagen will, gut ausdrücken kann, deswegen lasse ich es. Ich werde jetzt nochmal nachprüfen, inwieweit es stimmt mit der Wasserprivatisierung in den USA und mit der das Wasserhandel. Ich meine, von mir aus, wenn sie da Kohlensäure reinpumpen,
Dann sollen sie für die Kohlensäure und für das Bereitstellen für Wasser in Flaschen, von mir aus, dann sollen sie dafür Geld kriegen. Aber wenn sie das da anfangen und meinen, Wasser sei kein Menschenrecht, dann würde ich die gerne mal 3 Tage ohne Wasser irgendwo sitzen lassen. Irgendwo hakt es da einfach. Ja. Okay, das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Wasser wird privatisiert. Darf nicht sein. Das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Tschüssikowski. Dagegen sollte man mal Aufstand machen. Gegen sowas.